Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Tag Force. Und ich würde sagen, wir machen noch gleich weiter mit. Entschuldigt bitte. Wir machen gleich weiter mit den Jacks mit all den Farmen hier. Und wir müssen als nächstes die beiden hier besiegen. Ja. Ich habe gar nicht mal so viel zu erzählen, von daher wird es eine etwas langweiligere Folge. Wir spielen das gleiche Deck wie aus der letzten Folge. Ich habe ehrlich gesagt schon reingeguckt und ja, wir haben nicht so viel neue Auswahl. Und wir haben auch ehrlich gesagt nicht so viel. Ja, nicht so viele neue Booster-Packs, die kommen erst noch. Auch ihr macht aber wenig. Gut, dann machen wir bei Jaden. Der bietet uns wenigstens 3. Ja, und dann gucken wir mal, was die beiden so spielen. Ja, bei mir waren übrigens gerade noch die Handwerker da. Die hatten nämlich noch gerade geguckt wegen meinem Wasserschaden, weil ich hatte letzten Freitag oder letzte Woche Freitag hatte ich ja ein bisschen Wasser stehen bei mir im Badezimmer. Keine Ahnung warum, wirklich nicht. Und ja, da hatte ich schon das Schlimmste befürchtet und alles. Und ja, die haben jetzt nichts feststellen können. Also keine Ahnung warum. Die zwei Nachbarn unten haben auch schon halt gemeldet, ja, von wegen, die hätten jetzt Wasserschaden, alles wegen mir. Ja, zum Glück ist da nichts. Also keine Ahnung, wer das Ganze kommt. Und ich bin erstmal froh, dass das soweit ist. Ja, mein Smartphone ist bis heute immer noch nicht angekommen, aber gut, ich nehme das Ganze auch jetzt Montag früh auf. Kann natürlich durchaus sein, dass es noch heute noch ankommt. Das bringt mich auch schon zum nächsten Thema, weil ich will die Locals-Folge, die ich euch auch schuldig bin, will ich nicht mit dem neuen Smartphone aufnehmen und das wird halt die Woche kommen, hoffe ich mal. Und dann ist diese Woche halt noch eine Themendeck-Folge geplant. Denkt mal, mehr Videos werden es nicht. Dafür werde ich dann wahrscheinlich mehr streamen. Die hatten ja gestern schon einen wirklich sehr, sehr schönen Stream mit DuckTales. Mit DuckTales Remasters und mit. Wie ist das andere Spiel? Dungeon Masters. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Habe ich auch in meinem Discord verlinkt. Weil die habe ich mir nämlich jetzt im Steam Summer Sale gekauft. Und die sind halt schon ziemlich, ziemlich cool. Ich würde sagen, dass wir den Schnappstab aktivieren und dann holen wir uns den Wild Edge rüber. Und dann setten wir auch den. Wobei, nee. Wir spielen den Donsaluk und nehmen noch Handkarten weg. Das wäre mir lieber, weil Jaden braucht ja viele Monster und Fusionen auf der Hand, damit er generell was tun kann. Und vor allem machen wir so auch schön Schaden. So. Gut, ja, wirf mir zufällig eine Karte ab. Fusion. Wo ist das Fusion? Ja, okay. Und jetzt darf Chess mal ran. Also aktiviert erstmal Schnappstall. Dann kriegt auch mal ein bisschen Life Points zurück. Ja, los, mir geht's gut. Ich bin aber ein bisschen verschnupft. Generell bin ich auch ein bisschen müde, weil ich gerade erst aufgestanden bin. Aber gut. Ich muss ja auch ein bisschen arbeiten. What the fuck, was? Okay. Das nennt man wohl tauschen. Jedenfalls mehrfach. So. Mal gucken, was Alexis jetzt so machen kann. Die kann wenigstens eine Fusion machen, oder? Nee, anscheinend nicht, okay. Aber nee, für den Kill reicht es da ja nicht. Nee, die hat schon 1000. Er hätte ruhig 200 Punkte mehr haben können. So. Ja, ansonsten warte ich halt noch auf ein Schreiben vom Jobcenter wegen meiner Weiterbildung, damit das Ganze auch mal vorwärts geht. Da werde ich wahrscheinlich auch, wenn bis Ende der Woche nichts ankommt oder bis Ende nächste Woche, vielleicht auch mal anrufen. Um mal zu gucken, weil mein Typ wartet halt nur noch da auf die auf den Bericht von der Arbeit, die ich da gemacht hatte.
Und es stehen halt die Chancen sehr gut, dass ich dann die Weiterbildung machen kann. Ja, das wollte ich nur so erwähnt haben, dass ich da halt noch drauf so ein bisschen warte. Und da möchte ich jetzt halt auch mal so die Zeit ein bisschen nutzen, ein bisschen fortproduzieren, damit ihr dann auch mit Content versorgt seid, wenn jetzt hier nicht mehr so viel kommt. Oder wenn ich jetzt hier nicht mehr so viel machen kann. So, wir haben jetzt 23 Medaillen. Mal gucken. So, Charmini ist auch noch da. Es ist der letzte. Ich glaube, dagegen werden wir ein Einzelduell machen müssen, oder? Weil wir können ja auch gegen die spielen, die jetzt hier, die jetzt nicht auf der Karte angezeigt wird. Vergesse ich ja gerade. Achso, die Charmini ist mit Dr. Crowder zu sehen, siehst du? Den habe ich noch gar nicht gesehen eigentlich. So, wir mal kurz gucken, was wir da an Medaillen kriegen. Mit einer, ach nö. Komm, Crowder, du musst mehr bieten, komm. So. ernsthaft? Nee, machen wir später. Ich will mal kurz bei den Raiello oder bei den Obelisk Blue mal gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen mehr absahen können. 2. Auch mit 2. Ja, gut, dann machen wir erst gegen die und dann sollten wir auf jeden Fall noch Zeit haben, um gegen Dr. Crowler und gegen Dings zu spielen. Aber irgendwie müssen wir ja auch vorankommen mit den Medaillen. So, chinesische Geister und Deck des Idols 1. Okay. Deck des Idols hört sich wie ein Nachmacherdeck oder irgendwie sowas an, aber schauen wir mal. Die verbündeten Truppen, okay. Ja gut, der kriegt ja jetzt immer mehr DK. Desto mehr Krieger oder irgendwie sowas auf dem Feld sind, glaube ich. Marshall Zylinder, ich hätte es jetzt noch nicht aktivieren müssen, aber. Deswegen ist der Monster ein bisschen geschützt. Was hast du denn da liegen? Achso, die jetzt auch ruhig zerstören lassen können, weil da kriegen wir ja was Schönes raus dann. So, suchen wir uns erstmal einen schönen Krieger. Ich würde sagen, wir suchen erstmal den Don Daluk. Dann spielen wir den Manju. Und dann suchen wir uns Manju. Die Ritualspell, ne, die haben wir ja schon. Suchen wir uns die Ruinen. So, wie viel hat Ruin als Sterne? 8. Könnten wir also auch rufen. Ja, machen wir auch. Ja, weil ich übrigens noch erzählen wollte, ich habe auch ein neues Deck gefunden, welches bald spielen möchte. Da werden wir mal gucken, wann ich das Ganze reveal oder wann ich das Ganze vorstelle. Ich bin mit dem Deck nämlich gerade auch so ein bisschen am Testen. Und das Schöne ist, ich habe von dem Deck auch schon über 90% der Karten alles da. Das heißt also, das kann ich auf jeden Fall recht bald spielen. Und das Schöne ist, dass das Deck auch sogar noch metafähig ist. Oder generell halt relativ stark ist. Oder sehr stark sogar. Das freut mich natürlich. Also kann ich auch mal wieder ein schönes neues Deck spielen. Und vor allem auch wieder ein bisschen üben, oder besser gesagt ein bisschen competitive besser spielen. Aber schauen wir mal. Ach, die Lilly, toll. Die keine Fee ist. Sollte man jetzt nicht vergessen. Das Angebot können wir schon mal aktivieren. Das kann dann Alexis nutzen, wenn sie das braucht. So. Gut, jetzt kriegen wir nochmal 1000 Schaden. Noch zwei weitere Verdeckte, okay. So, eine Fusion erstmal. Ja, dann hat sie ja noch Rotor, um sich ihre Normes Hammeln zu suchen. Also eigentlich braucht sie letztes Angebot gar nicht. Okay. So. Ja, wenn sie das hätte machen wollen. Dann darf die noch angreifen. So, Entschuldigung, wenn ich die Videos weg. Aber die werden wir uns alle angucken, wenn wir auch mehr Zeit haben und generell, wenn wir auch mal in die Bibliothek reinschauen. So, kriegen wir nochmal 2 Medaillen. Haben wir hier noch mehr Gegner eigentlich, außer die Slifer Reds?
Nee. Ja, gut. Denn würde ich sagen, wir werden jetzt noch ein Duell gegen Crowler und gegen Chumley machen. Und wir sind auch gerade erstmal bei 10 Minuten bei der Aufnahmezeit. Also danach wird es auf jeden Fall noch ein Duell gegen die Slifers geben. Da werde ich noch ein anderes Deck nehmen. Und werden wir mal gucken. Leider heute nicht so spannend, du also mit dabei. Schade eigentlich. Bestienthema und Fähigkeitenführer. Experte. Oder EXP. Da kommt er mit seinem Jakugirik-Panda. Der ist cool. Der kriegt nämlich mehr TK für, desto mehr Monster der Gegner auf dem Feld hat. Kann also gefährlich werden. Aber der läuft in die Sakko rein. Zwei Verdeckte. Cyberdose. Cyberdose ist gar nicht mal so schlecht. Könnte man auch eigentlich mal flippen. Also verdeckt setzen und dann Flippbeschwörungen machen lassen. Die TT will ich jetzt nicht haben. Können wir uns ja später aufheben. Ernsthaft, Dr. Crowler? Und sogar noch ohne extra Leck. Also ich glaube nicht, dass der antike Antrieb spielt. Schauen wir mal. So, sie flippt das Ding noch nicht. Wäre jetzt auch ein bisschen dämlich. Okay. Aber er hat ein antikes Antriebsmonster gesetzt. Okay. Wobei, gab es damals schon den antiken Antriebsgolem? Also den ultimativen antiken? Ich glaube noch nicht, oder? Tekfos 1. Bin mir da aber auch nicht sicher. So, jetzt trefft er uns mit das Känguru an. Darf sie noch was Spezial beschwören, oder? Ja. Eigentlich würde ich jetzt wirklich ungern flippen. Spielen wir unseren Jinso. Und aufhören dafür Cybertuner. Oder Cyberturner. Turner. So. So, jetzt sind auch erstmal alle Fallen negiert, also von daher brauchen wir auch keine Angst vor verdeckten Karten haben, außer vor eben Schnellzauberkarten oder ähnliches. So. Heavy Storm. Ja, das kannst du machen. Ja, ich würde auch sagen, auch das haben wir hier mit Leichtigkeit gewonnen. Schade eigentlich. So. Okay, es reicht noch nicht ganz, aber fast. Nochmal ein Känguru. Jetzt darfst du wieder was Spezial beschwören. So. Noch ein Dansaluk oder einen Klangvogel. Ein Sonic Bird müsste, glaube ich, auf Englisch heißen. So, können wir jetzt nochmal suchen, auch wenn wir sie nicht brauchen. Und dann darf der Jinso nochmal angreifen. So. Ja, auch da kriegen wir noch mal ein bisschen DP. Ja, und sind bei 26 GX-Medaillen. Also, dann würde ich sagen, spielen wir jetzt noch einmal mit einem anderen Deck und werden jetzt hier gegen die beiden Slifer noch spielen. Halt, falsche Tasten. So. Dann werden wir mal kurz gucken, mit welchem Deck wir jetzt kurz spielen. Ich würde mal sagen, einfach mal rein aus Fun mit den Elementarhelden. Ja, werden wir kurz mit den Elementarhelden spielen. Warum nicht? Die dürfen auch gern mal wieder mit von der Partie sein.
So, ach, der gibt uns 5. Okay, das ist cool. Dann hoffe ich jetzt nicht, dass ihr allzu starke Decks habt, aber auch meine Helden werden damit fertig. Und vor allem Alexis, Feen, Monster, Mädchen, Monster, wie auch immer ich die jetzt nennen möchte, werden damit auch fertig. Hoffen wir es mal. Schwarzlichtdrecken und gefährliches Paar. Okay. So. Ach, die Rose aktiviert sie nicht. Okay. Stahlkäfig. Okay. Gucken, wie unsere Hand so aussieht. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. So. Wir können eh nicht angreifen. Goblin Dieb, okay. Ein Afstat Goblin, okay. Ein Riesenork, okay. Entschuldigung bitte, darf auch nicht angreifen, aber ist ein bisschen gefährlich mit dem ATK. Weil wir gerade noch nichts so Starkes auf dem Feld haben. Gut, du hast den gebietischen Ritter, das ist auch nicht schlecht. Der bufft unsere wenigstens ein bisschen. Also zerstörst du erstmal meinen Sparkman, schade eigentlich. Gut, der muss ein Death. 2 verdeckte Monster. Okay, schade, dass wir jetzt hier kein Dings haben. Dass wir jetzt hier kein Adling der Auslöschung haben. Danach habe ich gerade gesucht. Ich würde aber sagen, es wird Zeit für eine Fusionsbeschwörung. Und zwar zu einem meiner absoluten Lieblingsmonster neben dem Flammenflügelmann. Nämlich zum glänzenden Flammenflügelmann, der auch gleich mal ein bisschen Schaden ausrichten darf. Den Bubbleman können wir auch noch beschwören. Ich hoffe jetzt bloß, dass da keine Cyberdose oder ähnliches liegt. Aber gut, das werden wir jetzt herausfinden. So, jetzt kriegt ihr erstmal schön Schaden. Dann darfst du noch angreifen. Ein Gokikon. Aha. Was macht der? Ne, der Effekt kann durch. Ach, der sucht auf die Hand. Okay, gut. Und das ist wieder einer. Und der sucht wieder auf die Hand. Das ist natürlich nicht so schlecht. Aber ich glaube kaum, dass Insekten uns hier gefährlich werden. So. Ein neuer Münzwurf. Okay, interessant. Mal schauen, was er damit vorhat. Anscheinend nicht so viel. Okay. Ja, wir haben ein volles Board. Ihr seid zwar so ein bisschen interessant von den Decks her, aber leider verliert er auch gegen uns hier. Schade. Und das, obwohl ihr uns die meisten Medaillen gerade gibt. Okay, kann man halt nicht ändern. So. Ich hätte eigentlich gedacht, wir erwarten jetzt noch so ein paar stärkere Decks. Aber gut, anscheinend werden die wirklich starken Decks nur von Obelisk Blue gespielt. Wobei Alexis hier vielleicht gerade eine Ausnahme ist. Oder auch Dr. Crowler, der ja auch hier ein Lehrer ist. Ja. Aber wenigstens haben wir hier 31 Medaillen. Wir gucken mal kurz auf der Overworld, ob da ein paar neue Duellanten sind. Ich glaube, es sind aber eher weniger, die schon so angezeigt werden. Nee. Ja, dann würde ich sagen, speichern wir und wir sehen uns im nächsten Part oder im nächsten Livestream wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein. Bis dann, euer Laffy. Ciao. No need to be mad. Hate to see you sad.
Cause I know I'm crazy, crazy about you.